Tizi Schubech geht raus nach nicht mal 8 Minuten beim Stand von 0:1 für Fadel. Was ist das denn? Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur ersten Episode des 111 Cups seines YouTuber-Turniers hier auf dem Kanal. Quasi das Fatal für kleine YouTuber, zu dem ich eingeladen wurde vom lieben Dominik, den ihr bereits kennt aus der Hybrid Battles Episode vom Dogma. Und dementsprechend bin ich natürlich gerne dabei und spiele in diesem Turnier mit. Ihr habt eventuell in den letzten Wochen immer gesehen bei meinen Vorstellungen, bei meinen Vorbereitungen für die Weekend League. Es gab ein Turnier, es gab ein Team, was Truthahn hieß und Kopie Truthahn. Und dieses Kopie Truthahn Team war das Team oder ist das Team, was ich für dieses Turnier gebaut habe. Es funktioniert im Endeffekt ähnlich wie Fatal. Es geht es nichts um Coins. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt ein sehr interessantes Teilnehmerfeld. Das blende ich euch hier jetzt mal ein. Wir haben sehr interessante kleine YouTuber dabei. Unter anderem natürlich den Gastgeber Dominik, unter anderem mich, unter anderem auch den Leches. Passiv-FIFA, sehr, sehr coole YouTuber. Definitiv mit am Start und ich denke, das wird dementsprechend natürlich auch ein vernünftiges Turnier. Wir durften uns über Fatal alle unseren einen Spieler aussuchen und ihr habt bereits gesehen, bei mir handelt es sich dabei um eine meiner Lieblingskarten überhaupt in FIFA und zwar um den, ja, SBC Quaresma. Es gibt einen besseren Quaresma, ich weiß, und es wird wahrscheinlich jetzt heute, nee, heute ist Dienstag, am Mittwoch, noch ein besserer rauskommen als der erste Inform von Quaresma, aber trotzdem, ich liebe diese Karte, ich mag die aber extrem gerne und dementsprechend spiele ich mit diesem Quaresma im 4-3-2-1, das ist meine Formation, die ich mir ausgesucht habe. Ich werde wahrscheinlich in-game umstellen auf 4-3-1-2, das weiß ich noch nicht hundertprozentig genau, aber nichtsdestotrotz finde ich das ziemlich, ziemlich cool und ich glaube, das Team, was ich gebaut habe, ist auch ziemlich nice. Die Upgrade-Regeln sind folgendermaßen, seht ihr jetzt auf dem Bildschirm eingeblendet, wir bekommen pro Tor 3 Punkte, ja. Punkte, damit ist gemeint, das Rating, das wir quasi erhöhen dürfen. Also von einem 73er Spieler plus 2 Punkte, Entschuldigung, 2 Punkte pro Tor, plus 3 Punkte bei einem Tor von Quaresma, plus 2 Punkte bei einem normalen Tor, das heißt, wir dürfen von 74 auf 76 upgraden. Ja, theoretisch. Es wird wie bei Fatal sein, am Ende der Episode bekommt ihr 2 Paare vorgeschlagen und eins von beiden dürft ihr aussuchen und das werden wir dann logischerweise upgraden. Die Regeln seht ihr da, wo sie die Punkte zusammensetzen. Im optimalsten Fall bekommen wir natürlich Milliarden Punkte und kann das Team auf alle Ikonen und die höchst bewerteten Team of the Year Spieler upgraden, die überhaupt gehen. Aber im suboptimalsten Fall werden es vielleicht sogar nur Silberspieler werden, auf die ich upgraden darf. Dementsprechend natürlich sehr, sehr interessant. So viel zu den Regeln. Ich denke mal, die sind relativ einfach zu verstehen. Und ich würde sagen, ich zeige euch mal mein Team. Und ich denke mal, mein Team ist ziemlich, ziemlich cool. Wir starten natürlich mit einem Silber-Squad, gar keine Frage. Und im Tor habe ich einen Belgier. Relativ Durchschnitt, sein Name ist Castro. Er spielt in der belgischen, nee, in der Eredivise spielt er, bei Heracles Almelo. Ist mit 1,99 relativ groß, ist relativ alt auch schon. Mit fast 36 Jahren, ist 35, aber gute Werte, 73 Hechten, 74 Reflexe, 72 Ballsicherheit, 78 Positioning, geht für einen Silberspieler definitiv klar. Innenverteidigung besteht einmal aus Dinaya auf der rechten Seite, ehemaliger City-Spieler und Boyata, ne, Boyata war der ehemalige City-Spieler, Dinaya war, ich weiß gar nicht, wo der war vorher. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Kann sein, dass er auch bei Celtic war. Auf jeden Fall eine solide Innenverteidiger-Kombination, die naja in jeglichen Stat abgesehen von Physis überlegen. Boyata aber auf jeden Fall auch mit guten Werten. Mittelarbeit 388 groß. Die naja nur 1,84, aber dafür 75 Tempo. Sehr, sehr gute Werte grundsätzlich für einen Silberspieler. Kann man auf jeden Fall so machen. Freue mich drauf, mit denen zu spielen. Linksverteidiger wird der erste Nicht-Belgier. Und zwar wird es ein Schotte. Und zwar der recht teure, nicht geupgradete Chris Tierney. Mittelarbeitsrat, was sehr schön ist für einen Außenverteidiger. Gut schnell, gute Physis, ordentliches Defending. Kann man auf jeden Fall so machen. Absolutes Talent, was Celtic da in seinen Reihen hat. Wir haben auf der Rechtsverteidigerposition einen Spieler aus der Super League. Und zwar ist das Junior Caithara, der ehemalige Schalker Brasilianer. Forster Weakfoot, hoch Mittelarbeitsrat, ein gutes Tempo. Gut, Physis und Defending ist nicht so optimal. Aber dafür kann er offensiv ein bisschen was. Die Abschlusswerte lassen wir mal außen vor. Aber Fernschüsse 67, Schusskraft 73. Geht auf jeden Fall ganz gut klar. Freue mich auf den, auf dieser Position. Zentrales Mittelfeld. Da haben wir aus der Super League dann Kevi Kaflak, den, ja, Österreicher mit 5-Star Weakfoot. Leider Gottes nur 2-Sterne Spezialbewegung, mittlere Arbeitsrate ist aber gut, ist eher so der 6er in diesem Team, hat 70 Defending, 71 Physis, gute Allround-Werte definitiv und vor allem schöne Longshots mit 82 Schusskraft und 72 Fernschüssen. Zentrales Mittelfeld, da haben wir dann zwei Dänen und der eine ist eine absolute Legende. Und zwar haben wir erstmal Jensen, der war letzte Saison extrem, extrem stark, 77 Tempo, 79 Physis, 76 Dribbling, 72 Passen, 69 Shooting und 64
Defending. Ja, Allround Stats perfekt. 78 Schusskraft, 70 Fernschüsse. Das geht auf jeden Fall klar. Perfekte Ausdauer. Sehr guter Spielmacher. Und ihr habt es gerade schon gesehen. Lord Bendtner ist am Start. Im zentralen Mittelfeld natürlich nicht die optimalsten Werte, aber er ist der Lord. Ja, den musste ich einfach einbauen. Ich brauchte den Perfect Link, vor allem für unseren linken Flügelspieler. Und ich denke mal, mit dem Bendtner, mit dem Lord, wird es gut funktionieren. Linker Stürmer wird dann nämlich Pione Sisto. Und zwar der Kollege, der nicht geupgradet ist, aus der Primera Division, aus der La Liga Santander. Forster Skills und Mikro mit Arbeitsraten 84 Tempo, 79 Dribbling, 72 Shooting, 74 Abschluss, 73 Schusskraft, 70 Fernschüsse. Sehr, sehr gute Allround-Werte für Pione Sisto. Und der Stürmer, der wird dann auch nochmal ziemlich, ziemlich nice, denn das wird Gonzalo Guedes. Ja, eine ziemlich nice Karte, hohe Mittelarbeitsraten. 74 Abschluss, 76 Schusskraft und dazu 76 Fernschüsse, 77 Ausdauer, 84 Antritt. Das sieht nach einer ordentlichen Karte aus für ja, unser Team. Und wir haben damit, abgesehen von Kavlak und Boyata sowie Bendtner, alle Spieler auf 74. No Links Wasted natürlich, wie sie das gehört. Sehr viele Nationen und Ligen finde ich ziemlich nice. Wir gucken uns Quaresma Stats nochmal genauer an. 89 Fernschüsse, 89 Schusskraft. Natürlich den Rabona Trade mehr oder weniger. 96 Beweglichkeit, 92 Ballkontrolle, 96 Effet. Ich freue mich auf diesen Spieler. Ich würde sagen, ich mache mal eine Bank und dann suchen wir unseren Gegner. Plus 90 Chemie ist die Voraussetzung und ich würde sagen, rein geht's. Oh, nach 6,5 Jahren habe ich mal einen Gegner gefunden. Übrigens könnt ihr entscheiden. Yo, wahrscheinlich, oder? Geil. Ihr könnt übrigens entscheiden, ob ich das Ganze live kommentieren oder nachkommentieren soll. Wenn ich das hier so sehe, wird das auf jeden Fall ein Spaß, das live zu kommentieren. Erste Chance, Gedisch verzieht, leider. Stark von Castro. Ganz wichtig da gegen Cristiano. Gott sei Dank nicht Cristiano Ronaldo, aber auch der Cristiano macht mir schon genug Angst. Hätte schon gereicht, gegen seine Silberkarte zu spielen. Ich hätte nicht unbedingt gegen seine SPC-Karte rangemusst. Geht es! Macht er nicht! Macht er nicht! Macht er nicht! Muss er machen! Bendtner ist bisher der absolute MVP im Mittelfeld. Er gewinnt nämlich jeden Zweikampf, wenn er reingeht. Jetzt Quaresma. Hat einen guten Effet. Ah. Sisto, 1-0. Hochverdient, hochverdient. Und wir führen sehr gut. Die ersten zwei Punkte. Schon wieder. Bendtner ist einfach eine absolute Maschine im Mittelfeld. Kann ich nur empfehlen. Besser als Bakayoko. Schwöre ich euch. Kevi. Wäre schön gewesen, wenn wir hier 2-0 in Führung gehen. Nebenbei bemerkt, ihr wisst eventuell, wenn ihr euch jetzt fragt, Max, warum machst du hier überhaupt mit, beziehungsweise ist das Prinzip überhaupt was, was dir gefällt, was du geil findest? Ich denke mal, die mich länger verfolgen, wissen, dass ich immer schon solche Upgrade-Serien gefeiert habe, bis zum geht nicht mehr. Also wirklich bis zum geht nicht mehr. Und dementsprechend ist das eigentlich genau so ein Turnier, wo ich richtig Bock drauf habe. Nach vorne müssen wir ein bisschen gefährlicher werden, also wir brauchen mehr Tore, aber ansonsten läuft das bisher echt gut. Bam, geht es, 2-0, perfekt. Sehr, sehr schönes Tor von unserem, ja, von unserem Stürmer ja eigentlich, der jetzt auf der rechten Seite spielt, Quaresma auf der linken. Ich hatte erst wieder überlegt, einen Flammenschuss zu machen, aber kurze Ecke ist auch geil, stark genug. Oh Gott. Ach, so ein Tor muss nicht sein. Da vor allem, da wirft er sich halt hin, der Castro, aber ist halt nur ein Silberkeeper. Vor allem die erste wirklich krasse Chance, die der Gegner hatte. Ich hoffe, das Spiel entgleitet mir jetzt nicht und wir können direkt antworten wieder. Sieht so aus, Quaresma bringt uns 3 Punkte. Sehr geil, gefällt mir. Quaresma, Golazo und was für eins. Wunderschönes Tor. Und da machen wir mal den Buffet, den Bigomi-Jubel. Sehr, sehr geil. Da zeigt er seine Effekt genau deswegen auf die linke Stürmerseite gestellt. Den gucken wir uns auch gerne nochmal in der Wiederholung an, weil der war echt richtig schön in den Winkel gelegt. Muss ich mal so sagen. Und endlich trifft er. Ich habe echt meine Struggles, hier die Tore zu schießen. Silberspieler und Abschluss, naja, aber so ein Ding, das kannst du durchaus mal machen. Oh! Nein, den, ach, warum mache ich den so schwach? Ja, das ist die Chanceverwertung, ne? Bendtner hat auch schon die Latte getroffen mit dem Kopfball. Der Ball will einfach nicht ausreichend oft ins Tor gehen. Das ist halt echt bitter. Kavlak nochmal. Nochmal Bendtner. Quaresma. Quaresma.
Oh, und dann kassiere ich in der 89. noch so ein dummes Gegentor, was nicht sein muss. Ach man, es ist so absolut unverdient. Und das sage ich auch in der Höhe. 4-2 ist nicht mal ansatzweise, wie es hier stehen sollte. Es sollte mindestens 8-2 stehen, gefühlt. Aber leider Gottes wollten meine Spieler den Ball nicht ins Tor kriegen. Zumindest nicht so oft, wie es halt nötig gewesen wäre. Und das ist echt... Das nervt gerade echt ziemlich. Erstes Spiel, wir kriegen daraus 6 Punkte. 2 Tore von Faresma, 2 Tore von anderen, aber auch 2-mal Abzug. Das ist... Ja, ist okay, aber nicht optimal, definitiv nicht. 12 Schüsse aufs Tor, 12 Schüsse aufs Tor. Zu viel Pech, zu viel Pech. Guckt mal, gegen wen ich spielen darf. Naja, ich muss den Gegner nehmen, der kommt. Und dementsprechend machen wir das natürlich auch. Prime Ronaldo, selbstverständlich. Ach ja, ich hab Bock. Das wird eine... Das, ja... Besten Dank. Also die Episode kann ich schon mal quasi ohne Upgrades abschließen. Ich freue mich. Zack, Quaresma, 1-0. Wichtig, 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 dass wir zumindest mal 3 Punkte haben. Ja, also ich meine, sie werden wahrscheinlich wieder abgezogen werden, früher oder später, aber es sind 3 Punkte und das ist gut. Jungs, euer Ernst? Euer fucking Ernst? Was seid ihr denn für welche? Er geht raus nach nicht mal 8 Minuten. Tizi Schubech geht raus nach nicht mal 8 Minuten beim Stand von 0-1 für Fadel. Was ist das denn? Und für den Rotz kriege ich jetzt nur 8 Punkte. Na klasse. Rage Quit erste Halbzeit und Tor von Quaresma. Wahnsinn. Mein Gott. Das geht mir jetzt richtig auf den Keks, Alter. Ich kann euch sagen, die werden das bestimmt nicht in ihr Video mit reinnehmen. Was ist das denn, Mann? Schreibt mal unter das Video. Was soll denn sowas? Ich muss sagen, es fuckt mich immer noch ab. Das ist wirklich nicht nachvollziehbar für mich. Aber gut, alles klar. Darf man anscheinend wohl bei Fatal machen. Ist wohl eine Voraussetzung, weiß ich nicht. Die beiden Spielerpaare, die ich euch vorschlage, sind einmal Mario Rui und Lorenzo Insigne, non-upgraded. Geht leider nicht anders, ich hätte gerne den Upgrading genommen, aber leider Gottes reichen dafür die Punkte nicht. Warum das wohl so ist? Und die andere Paarung ist Stefan El-Sharawi in Form und Dalbert. Finde ich beides ziemlich interessante Paarungen. Ich bin gespannt, für welche ihr euch entscheidet. Ich werde in den Kommentaren 2 Kommentare hinschreiben, und zwar einmal Team 1 und Team 2. Und das meistgelikte Kommentar wird in der nächsten... Ich mache einen Strawpoll in die Videobeschreibung. Und genau, da könnt ihr dann abstimmen, welches Pärchen ihr haben wollt. Paar 1 ist Rui und Insigne und Paar 2 ist Dalbert und El-Sharawi. Das war's von der ersten Episode des 111 Cups oder des 11 Cups. Finde ich übrigens auch ein cooler, ich find's ein cooler Name. Ja, also einmal, weil 11 ist ja, ne, mit 1 vorne und dann, egal. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, haut rein und ciao.